So cool. Wie cool ist eigentlich unser Weihnachtsstudio hier? Ich liebe es, unser Weihnachtsstudio. Mensch, es ist so weihnachtlich, gemütlich. Ja. Oder? Aber schau mal, es gibt Plätzchen, ich liebe Plätzchen. Ja. Und es gibt Mandarinen und Punsch und, und alles leckere Zeug. Hey, es wird eine gute Zeit werden. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen, liebe Kids, bei uns hier im Weihnachtsstudio. Der Markus und ich, die Daniela, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unseren Wochenimpulsen. Wir sind hier am Start für euch. Und wir werden euch mitnehmen in den nächsten 4 Wochen und richtig viele coole Sachen machen. Gell, Markus? Oh ja. Wir haben viel vorbereitet. Wir haben jede Woche richtig coole Sachen. Es wird immer was mit Action geben. Es wird immer was Kreatives geben. Yes. Es gibt immer irgendeinen Input, wo wir euch erzählen. Es gibt immer eine Frage der Woche. Es gibt Zeit, wo ihr selber ins Gespräch kommen könnt. Genau. Richtig gut, ey. Ja, also wir wollen, dass ihr mitmacht. Wir werden euch auch jede Woche sagen, was ihr alles am Start haben müsst, damit ihr euch vorbereiten könnt, damit ihr interaktiv euch beteiligen könnt. Und wir werden euch auch Fragen stellen. Und immer, wenn wir euch eine Frage stellen, gibt es eine Zeit, wo so ein Countdown runterläuft. Und dann könnt ihr zu Hause für euch selber, wenn ihr alleine schaut, die Frage beantworten. Oder wenn ihr in der Gruppe schaut, so wie es zum Beispiel der Markus und ich, uns dann unterhalten und austauschen und die Frage zusammen beantworten. Also ich glaube, das wird eine richtig mega Zeit. Bist du ready? Auf jeden Fall. Seid ihr bereit? Seid ihr ready? Yes. Bist du ready? Schon. Ja, auf jeden Fall. Auf geht's. Cool. Richtig gut. Hey Markus, lass uns gleich starten. Und zwar, liebe Kids, jede Woche wird es immer unser Thema der Woche geben oder irgend so eine Story der Woche. Und natürlich passend zu unserem Thema heute oder zu unserem Weihnachtsstudio wollen wir über das Thema, was magst du am Advent oder was gefällt dir besonders am Advent? Also lieber Markus, erstmal zu dir. Erzähl uns mal, was magst du besonders am Advent? Ich würde es gerne wissen. Was ich ganz besonders mag, das ist sogar schon hier in unserem Studio. Weißt du was? Okay. Und zwar hier auf diesem Teller. Ich liebe Schokokrossis. Boah, das ist aber ein großer Schokokrossi. Der ist voll riesig. Ich liebe Schokokrossis. Und ich liebe große Schokokrossis, kleine Schokokrossis. Schokokrossis mit dunkler Schokolade, mit heller Schokolade. Hauptsache Schokokrossis. Was liebst du an Weihnachten oder am Advent vielmehr? Am Advent. Oh, weißt du was, Markus? Mir fällt es manchmal im Advent echt schwer, wenn das so draußen nass und kalt ist. Und vor allem, wenn es keinen Schnee hat. Dann ist es so ungemütlich. Aber hey, für mich, was ganz besonders ist, ist es dann gemütlich zu machen. So wie es hier so ein bisschen ist. Also jetzt sind wir zwar nicht in meinem Wohnzimmer, aber irgendwie so die Kerze anzuzünden, die Mandarinen zu haben, einen Keksteller, was Leckeres zu trinken, genau. Ein Punsch. Ja. Oder auch einen Kaffee. Genau, und dann einfach es einem gut gehen zu lassen, in eine Decke einzuwickeln und dann die Herausforderung von der Kälte, der zu trotzen und zu sagen, hey, trotz der Herausforderung, lasse ich es mir gut gehen und genieße einfach, dass es drinnen mit den Lichtchen und allem einfach so schön gemütlich ist. Das liebe ich am Advent. Oh ja, so Kuscheldecken sind der Hammer. So, oh, so richtig. Ja, da haben wir einen ganzen Korb voll bei uns zu Hause. Echt? Cool. Wir haben eine richtig kuschelige. Okay, gut. Vielleicht schenken wir dir eine zu Weihnachten. Ja, aber jetzt zu euch, liebe Kids. Natürlich habt ihr bestimmt auch Dinge, die ihr am Advent oder in der Weihnachtszeit besonders liebt. Jetzt seid ihr dran, zu euch in euer Zuhause. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Was liebt ihr besonders am Advent oder an Weihnachten? Los geht's!
Hey, cool, dass ihr euch ausgetauscht habt darüber, was ihr am Advent ganz besonders sagt. Ich bin echt gespannt, was es bei euch ist und schade, dass ich bei euch nicht sein kann. Aber jetzt möchte ich euch zeigen, was ihr heute alles braucht, wenn ihr bei alle mitmachen wollt. Ihr müsst natürlich nicht bei alle mitmachen, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr das alles brauchen. Und zwar einen Stiefel und für jedes Kind mindestens ein Blatt Papier. Das braucht ihr nachher für ein Spiel. Könnt ihr gleich holen, wenn ich fertig bin mit Erklären. Wenn ihr aber noch dabei sein wollt, wir werden heute Schokokrossis machen, weil ich Schokokrossis so arg mag, dann braucht ihr dafür noch ein bisschen Backpapier. Dann braucht ihr ungefähr ein Glas voll Cornflakes, eine Schokolade, vielleicht ein Weihnachtsmann, aber es kann auch jede andere Schokolade sein, die ihr möchtet. Ihr braucht dafür noch zwei Löffel und einen großen Topf, in den dann ein kleiner Topf mit reinpasst, ohne unterzugehen. Falls ihr so einen kleinen Topf gar nicht habt, dann könnt ihr auch mal gucken, ob eure Eltern euch sonst noch Tipps geben können, wie man ein Wasserbad machen kann. Das ist eine sehr, sehr einfache Variante, aber man braucht halt so einen Topf mit zwei so Henkel dran. Genau, und dann braucht ihr, fast hätte ich es vergessen, natürlich noch heißes Wasser, um die Schokolade schmelzen zu können. Wenn ihr, wie gesagt, gar keine Lust drauf habt, das mit dem Essen mitzumachen, Schokokrossis mitzumachen oder gerade gar keine Zeit habt, dann könnt ihr es einfach weglassen. Dann holt einfach einen Stiefel und ein Blatt Papier. Das habt ihr bestimmt zu Hause. Das brauchen wir später für Spiele. Und jetzt, auf geht's, holt's schnell. Wir warten kurz auf euch. Cool, dass ihr alles gefunden habt. Wenn ihr jetzt mitmachen wollt beim Schokokrossis machen, dann braucht ihr jetzt euren großen Topf und da könnt ihr euer heißes Wasser direkt aus dem Wasserkocher mal reinkippen, bis der Topf so fast drei Viertel voll ist und den anderen kleinen Topf oben drauf machen. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Wasser reingemacht. Dann könnt ihr eure Schokolade nehmen und die zerbröseln, ganz klein verbröseln und da einfach reinmachen und die Schokolade in dem Topf schmelzen. Und das dauert jetzt einen Moment, da könnt ihr es einfach stehen lassen und in der Zeit, wo ihr stehen lasst, machen wir was anderes. Damit wir was anderes machen können, stelle ich das kurz auf die Seite und dann bin ich gleich wieder zurück. Richtig cool, dass wir Schokokrossis miteinander machen können. Ich liebe es, wie gesagt, Schokokrossis zu haben, aber wisst ihr, was richtig, richtig übel bei Schokokrossis ist? Dass alle anderen meine Schokokrossis immer wegessen wollen. Hallo, ich mache mir extra Schokokrossis für mich und dann kommt meine Frau oder mein Bruder oder die Geschwister, kommen und essen die alle einfach weg. Was soll denn das? Das ist doch meine Schokokrossis. Kennt ihr das vielleicht auch, dass Leute euch eure Lieblingssachen wegessen oder wegnehmen und damit ausspielen wollen? Hey, redet da nochmal kurz drüber, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass es Leute gibt, die euch eure Sachen wegessen oder wegnehmen, weil sie selber auch was davon haben wollen. Oh,
Es ist zwar echt voll unfair, wenn einem die Sachen weggegessen werden, aber eigentlich, wisst ihr was, eigentlich habe ich auch echt genug Schokokossis. Und ich möchte heute eine Geschichte euch erzählen von einem Mann, bei dem war das ganz anders. Und zwar habe ich hier euch diesen Mann mitgebracht. Dieser Mann, der ist wirklich der Hammer. Der hat schon vor ganz, ganz langer Zeit gelebt, so ungefähr vor 1300 Jahren, da wo heute die Türkei ist, also vor mega langer Zeit. Und dieser Mann, das war ein richtig reicher Mann. Und der hatte nicht nur genug Schokokrossis, sondern der hatte auch noch Geld ohne Ende. Aber hey, was hat der gemacht? Der hat nicht gesagt, so, ey, das ist alles meins, ich behalte es einfach. Sondern der ist immer wieder in seiner Stadt hin und her gelaufen, war da unterwegs und hat sich voll gut mit den Leuten verstanden. Und eines Tages hat er mitbekommen, dass in einer Familie, da gab es einen Papa. Und dieser Papa, der hatte eine Tochter und der hatte noch eine Tochter. Und der hatte noch eine dritte Tochter. Drei Mädels hat er gehabt. Und diese drei Mädels, die waren echt coole Mädels eigentlich. Und der Papa war auch echt ein cooler Papa, aber die hatten echt richtig, richtig wenig Geld. Die hatten so wenig Geld, dass der Papa das nicht geschafft hat, genug Essen zu kaufen für sich und seine drei Töchter. Und deswegen waren die ganz, ganz furchtbar hungrig. Und die hatten nicht nur kein Essen, sondern die hatten auch sonst alles nicht. Und deswegen hat der Papa überlegen müssen, ob er die Töchter sogar verkauft, damit sie einfach überlegen. Der hat nicht irgendwie gedacht, so, ich verkaufe die, weil die sind blöd oder so, sondern gedacht, so, boah, bei mir kriegen die gar nicht so genug zu essen. Wenn die bei mir bleiben, dann werden die sterben. Aber irgendwie, ich will ja trotzdem, dass sie bei mir bleiben, aber nee, das ist blöd. Und dann hat er überlegt, dass er die verkauft. Aber dieser reiche Mann, der hat es mitbekommen. Und er hat es gehört, dass dieser Papa seine Töchter verkaufen würde, einfach nur damit sie überleben. Und dann hat er gedacht, ha, ich habe doch eigentlich ganz, ganz viel Gold. Ich habe ganz viel Gold, ich habe ganz viel Geld, ich bin ganz reich. Und dann wisst ihr, was der gemacht hat? Der ist eines Nachts, als sie alle geschlafen haben, ist er vorbeigekommen, hat ins Fenster reingeguckt, hat denen was reingeschmissen und ist schnell wieder weggerannt, hat schnell Gold reingeschmissen und hat es denen geschenkt. Und am nächsten Morgen wachen die auf, sehen so, was ist das denn? Da hat jemand uns richtig viel Geld geschenkt, richtig reich. Hat sich riesig gefreut, der Papa, dass er seine Töchter nicht verkaufen muss. Wisst ihr was? Die Geschichte, die habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern die Geschichte, die steht wirklich, die wurde wirklich übertragen, erzählt. Die ist wirklich so passiert, diese Geschichte. Diese Geschichte, die ist nämlich von einem Mann, der wurde später Bischof, der hieß nämlich Nikolaus. Und der hat von seinem Wertvollen was abgegeben. Und deswegen meine Frage an euch. Es ist ja schon ziemlich cool, wenn man was Cooles geschenkt bekommt, wenn man was wirklich Wertvolles abgegeben bekommt. Aber habt ihr das auch schon mal erlebt? Hat euch auch schon mal jemand was abgegeben von dem, was er richtig Wertvolles hatte? Vielleicht von seinem letzten Kinderriegel euch noch was abgegeben? Vielleicht irgendwie von seinen Lieblings-Schokokrossis euch was gegeben? Vielleicht hat jemand gesagt, boah, eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit, aber weil ich so Lust habe, mit dir was zu machen, nehme ich mir extra Zeit und spiele mit dir. Hat es so was Wertvolles auch schon mal erlebt? Redet da nochmal drüber. Habt ihr schon mal erlebt, dass was richtig Wertvolles euch geschenkt wurde?
Jetzt geht's weiter mit dem Backen. Und zwar ist meine Schokolade jetzt schon richtig geschmolzen. Und in die geschmolzene Schokolade rein, da kommen jetzt die Cornflakes. Die Cornflakes einfach so, keine Ahnung, so ein bisschen halbes Glas voll erstmal reinmachen. Das dann alles verteilen. Oh, das klingt schon so lecker. Mmh. Und guck, bei mir ist ein bisschen viel Wasser drin, deswegen saut es ein bisschen. Das macht aber gar nichts. Und die Cornflakes in der Schokolade ganz verrühren. Und wenn ihr merkt, dass es da noch mehr Schokolade hat, wo noch gar keine Cornflakes sind, könnt ihr noch mal ein paar Cornflakes dazu machen. Wieder umrühren. Und jetzt braucht ihr gleich den zweiten Löffel. Weil jetzt rühre ich ja mit dem ersten Löffel rum. Und dann habe ich hier den zweiten Löffel. Ich nehme einen Löffel voll hier von der Schokoladen-Cornflakes Schokokrossis-Pampe und mache das so dann ein kleines bisschen auf ein Backpapier drauf. Und so nehme ich einfach nach und nach immer so einen Löffel voll raus, legt es so drauf. Wenn ihr kleinere machen wollt, nehmt ihr weniger auf den Löffel. Wenn ihr größere machen wollt, macht ihr einen größeren Löffel voll. Und so immer weiter, bis euer Topf leer ist. Ich mache das jetzt noch ein bisschen. Oh, da fällt sogar der Baum um hier. Naja, egal. Man kann auch so richtig große Schokokrossis machen, wenn man mag. Und da kommt es jetzt darauf an, wie viel Schokolade und wie viel Cornflakes ihr reingemacht habt, wie viel da bei euch rauskommen. Meine sind schon fast voll, also schon fast leer, schon fast alle draußen. So rum. Es kleppert vielleicht ein bisschen, macht aber gar nichts. So, und wenn ihr die dann einfach so trocknen lasst, dann sind die nachher am Schluss einfach fertige Schokokrossis, könnt sie so rausnehmen. Dafür müsst ihr aber warten, bis sie trocken sind. Ja, Mann, richtig cool. Markus! Hi, Daniela! Schokokrossi! Schau, Daniela! Das sind meine Schokokrossi, die habe ich doch für mich gemacht! Aber unfair! Ich will auch einen Schokokrossi! Du kannst doch auch mal teilen! Oh Mann, ich weiß nicht, auf der einen Seite sind es halt meine Schokokrossis. Aber stimmt, Nikolaus hat ja auch geteilt. Okay, Daniela, du kriegst eine Schokokrossi. Du darfst ja einen essen. Hey, von meinen Schokokrossis. Oh, der sieht so lecker aus. Ich werde mich jetzt mal wieder hinsetzen und den genießen. Und die anderen, die können ja noch weiter trocknen. Und ich esse den jetzt schon mal. Ihr Kids müsst leider noch ein bisschen warten, bis eure trocken sind, wenn ihr welche gemacht habt. Aber ich darf schon mal probieren. Ja, und jetzt habe ich Markus. Noch Formel. Danke, Markus. Aber voll gerne. Danke. Voll gerne. Ey, Kinder, eigentlich ist ja voll die gute Idee, auch was zu teilen. Der Nikolaus, der hat ja auch geteilt, was er hat. Und Nikolaus, das war nicht nur irgendein Mann vor ganz langer Zeit, sondern es war ein Mann, der auch ein Freund von Jesus war. Der hat gesagt, hey, ich glaube an Gott und weil Gott mich so reich beschenkt hat, deswegen möchte ich von dem abgeben, was ich habe. Und vielleicht ist das ja auch eine Idee für dich. Vielleicht hast du ja auch Sachen, die du genug hast. Vielleicht hast du genug Schokokrossis. Vielleicht hast du aber auch genug Spielsachen. Vielleicht hast du auch sogar genug Taschengeld oder so. Wär's mal dran zu überlegen, ob du auch davon was abgeben könntest? So wie ich Daniela was von meinen Schokokrossis abgegeben habe, dass andere Kinder von dem was bekommen, was du genug hast? Ich möchte dich herausfordern, das nächste Woche zu tun. Überleg mal, wovon hast du genug? Von was könntest du was abgeben? Vielleicht von Schokokrossis, vielleicht von deinem Pausenbrot, vielleicht tatsächlich auch von deinem Taschengeld. Irgendjemandem, der nicht so viel hat wie du. Vielleicht Schokokrossis und Pausenbrot, jemandem, ein Kind in der Klasse, der gar nicht so coole Sachen dabei hat, gib was ab. Oder vielleicht sogar an Kinder, die weiter weg wohnen oder die in deiner Stadt wohnen, die gar nichts haben. Vielleicht gibt es bei euch vor Ort in deiner Gemeinde oder drumherum ein Spendenprojekt, wo du ein kleines bisschen, wenn du magst, von deinem Taschengeld abgeben kannst. Du musst gar nichts abgeben, aber ich möchte mir vornehmen, für die nächste Woche von dem, was ich bekommen habe, was abzugeben. Hey, wisst ihr, weil der Nikolaus damals vor so vielen Jahren diesem Papa mit seinen drei Kindern geholfen hat, deswegen stellt man heute in der Nacht vom Nikolaustag, vom 6. Dezember, immer noch einen Stiefel vor die Tür, in der Hoffnung, dass da was reinkommt, dass irgendwie der Nikolaus bei einem vorbeikommt und auch was reinmacht. Eine richtig coole Sache. Ich stelle meinen Stiefel auf jeden Fall diese Woche raus. Ich weiß nicht, ob ihr es auch macht, aber beste Idee ever, auf jeden Fall Stiefel rausstellen und darauf hoffen, dass da irgendwie was reinkommt. Jetzt ist aber die Frage, warum erzählen wir euch Nikolaus bei Weihnachten neu erleben?
naja, gut, okay, es hat irgendwie was mit Advent zu tun, es ist in der Adventszeit. Aber das ganz, ganz Wichtige daran ist eigentlich, dass es eine ziemliche Ähnlichkeit hat zu Weihnachten. Weil bei Weihnachten ist es ja so, dass wir feiern, dass Jesus als Mensch auf diese Erde kam, dass Jesus Gottes Sohn Mensch wurde und auf die Erde kam. Und der Nikolaus, der war tatsächlich auch ein Freund von Jesus, der war auch Christ, der wurde später sogar Bischof in dieser Stadt. Aber er hat gesagt, hey, weil Gott mir so viel gegeben hat, deswegen möchte ich da was abgeben. Weil ich ein Freund von Gott bin und so super versorgt bin, möchte ich abgeben von dem, was ich habe. Aber es ist auch noch ein bisschen anders mit diesem Stiefel. Denn der Stiefel, der ist ein kleines bisschen auch so wie, ja, wie an Gott glauben. Jetzt denkst du vielleicht, hey, was hat ein Stiefel mit einem Gottglauben zu tun? Es ist ein bisschen so, dass der Stiefel, der wird ja nur gefüllt, wenn man den auch wirklich rausstellt. Wenn man den wirklich rausstellt am 5.12., wenn man den wirklich hinstellt, dass der Nikolaus was reinmacht, dann kommt nur was rein. Man könnte aber auch sagen, hey Moment, ich stelle meinen Stiefel im Leben nicht vor die Tür, weil wenn ich den vor die Tür stelle, zum einen, was sollen die Nachbarn denken, wenn die dann denken, boah, der glaubt, dass da jemand was reinmacht. Oder vielleicht hat jemand Angst, dass jemand den Stiefel klaut. Oder, boah, wenn ich da jetzt Hoffnung habe, dass da was reinkommt und am Schluss kommt nichts rein, dann bin ich ja mega enttäuscht. Man wird es nur rausfinden, wenn man es wirklich tut. Und wisst ihr was, Kids? Mit Jesus ist es irgendwie genauso. An Gott zu glauben ist ein kleines bisschen so wie mit diesem Stiefel. Vielleicht sagst du, boah, ich will gar nicht an Gott glauben, weil an Gott glauben, boah, das meinen ja nur irgendwie Babys und was sollen die anderen denken? Dann lachen mich meine Freunde aus. Oder, hey, was ist jetzt, wenn ich irgendwie versuche, an Gott zu glauben und den aber gar nicht erlebe? Was ist dann, wenn passiert da überhaupt was? Ihr werdet es nur rausfinden, wenn ihr es ausprobiert. Ich habe es in meinem Leben ausprobiert. Und ich habe festgestellt, hey, Gott gibt es wirklich. Jesus will wirklich mein Freund sein. Ich habe erlebt, dass Gott mich versorgt hat, da wo es mir nicht gut geht. Ich habe erlebt, dass Gott mich ruhig gemacht hat in der Schule, wenn ich von der Arbeit voll aufgeregt war. Ich habe erlebt, dass Gott mir geholfen hat zu vergeben, wo ich mich mit Freunden gestritten habe und noch so viele andere Sachen. Aber das habe ich nur erlebt, weil ich mich auf den Weg gemacht habe, Gott kennenzulernen. Und vielleicht bist du schon ein Freund von Gott, aber vielleicht denkst du auch so, was redet er die ganze Zeit von diesem Gott, von diesem Jesus, was soll das überhaupt? Hey, dann habe ich eine Challenge an dich. Vielleicht ist eine Idee, heute einfach ein Gebet zu sprechen, wenn du magst. Zu sagen, hey, lieber Gott, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt und ob du mich dann hörst, wenn es dich überhaupt gibt, aber ich würde mir voll wünschen, dass du diese Woche zu mir redest, dass ich dich erleben kann. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich kann dir überhaupt gar nicht versprechen, dass du Gott erleben wirst. Aber was ich weiß, in der Bibel, das glaube ich, dass das Gottes Wort, da hat Gott was zu mir gesagt. Da gibt es einen richtig coolen Vers im Matthäus-Evangelium. Das ist so ein Buch, da wird ganz viel erzählt, wie Jesus so war. Und da gibt es einen Satz, der ist überliefert von Jesus. Da sagt er, hey, wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der wird finden. Das sagt Gott über sich selber, Herr, wer mich sucht, hey, der wird mich finden, dem werde ich mich zeigen. Und deswegen meine Challenge für dich, diese Woche nicht nur den Stiefel rauszustellen, sondern auch tatsächlich zu beten, hey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wisst ihr was, vielleicht wisst ihr gar nicht, wie beten geht. Das kann man machen, ob man im Sitz oder steht oder auf dem Klo oder im Bett oder vollkommen egal. Manche Menschen, die falten so die Hände oder machen manchmal die Augen zu, dass sie besser an Gott denken können. Und ich möchte es jetzt auch einfach machen. Und wenn du magst, kannst du auch am Ende von dem, was ich gebetet habe, Amen sagen. Wenn du das nicht magst, das ist gar nicht schlimm. Das musst du gar nicht machen. Das ist einfach ganz freiwillig, wenn du magst. Ich mache das jetzt. Lieber Gott, ich weiß gar nicht so ganz genau, ob es dich gibt. Und wenn es dich gibt, weiß ich gar nicht, ob du mich hörst. Aber ich möchte es irgendwie ausprobieren, ich möchte es rausfinden. Und lieber Gott, es wäre so schön, wenn ich dich diese Woche entdecken könnte, wenn du dich mir zeigst. Amen. Wenn du jetzt Amen sagst, dann hast du das mitgebetet. Und dann bin ich gespannt, was diese Woche passiert. Meine Frage an euch nochmal, glaubst du, dass es Gott gibt? Und hast du Lust, dich auf die Entdeckungsreise mit ihm zu machen?
Kids, ich würde so gerne wissen, auf was für Ideen ihr gekommen seid. Markus, die haben bestimmt richtig gute Ideen gehabt, was ihr teilen können, was ihr machen können. Mhm. Hey, und ich würde euch sagen, macht's am besten jetzt schon gleich diese Woche, damit ihr es nicht vergesst und es gleich in die Tat umsetzt. Sonst, wir Menschen sind vergesslich. Also ich kenne es von mir selber. Ich zumindest. Ich auch, wenn ich es nicht gleich mache. Deswegen, hey, nehmt euch doch vor, redet mit euren Eltern. Vielleicht findet ihr sogar einen Weg, das diese Woche schon zu machen. Aber, das ist richtig gut. Hey, wir wollen noch was mit euch spielen. Und heute geht es ja um den tollen Stiefel. Ja, der Markus liebt Spiele. Wenn ihr ihn vom Online-Kiko kennt, dann wisst ihr, er ist der Spielemaster. Aber heute darf ich euch das Spiel erklären. Und zwar, ihr solltet euch ja einen Schuh holen, am besten einen Stiefel. Und den stellt ihr in Entfernung von eurem Sitzplatz irgendwie so hin. Wir stellen es jetzt hier neben die Schokokrossis, die bald fertig sind. Die trocknen gerade noch. Noch nicht essen. Und dann habt ihr Papier bekommen. Das dürft ihr jetzt einmal in die Hälfte reißen und nochmal in die Hälfte reißen. Ich war ein bisschen schnell, ich habe es davor schon in die Hälfte gerissen. Ups. Cheater. Nee, nicht schlimm. Und dann diese vier in Kügelchen zusammenknüllen. Juhu. Ich liebe es, Sachen zu verknüllen. Ja, das macht Spaß, ne? Voll gern. Kügelchen, noch ein Kügelchen. Ihr dürft große Kügelchen machen, kleine Kügelchen machen. Quetscht es so zusammen. Eins, zwei, drei. Oh, der Markus ist schon fast fertig. Ich habe schon vier. Ich mache die jetzt noch quetschiger. Und dann, ihr habt schon erahnt, ihr müsst in den Stiefel treffen. Mal gucken, ob ihr es schafft, alle eure vier Kügelchen reinzukriegen. Ihr könnt auch um die Wette schießen, wenn ihr jemanden da habt. Wenn es euch nicht weit genug weg ist, dann könnt ihr auch den Stiefel weiter wegwerfen. Oder ihr spielt nachher noch eine Runde, wenn wir hier fertig sind und könnt dann schauen, wie weit ihr ihn stellen könnt, um reinzutreffen. Der Markus ist schon ready. Markus, darfst du anfangen. Juhu! Ah. Also ihr dürft jetzt auch gleich mitwerfen. Wow! Juhu! Nein! Habt ihr es reingetroffen? Juhu! Oh, Entschuldigung, ganz falsch geschmissen. Ah! Und? Jetzt hast du noch eins. Darf ich noch eins? Zwei. Und noch eins rein. Oh, das ging daneben. Hey, warum hast du noch zwei? Du hast viel mehr als ich. Ich habe deins wieder an dich zurückgeschmissen. Ach so, okay. So, Kids, ihr dürft jetzt gerne noch weiterspielen. Wir geben euch noch ein paar Minuten, um zu spielen. Und dann seid ihr gleich wieder zurück bei uns im Studio.
Ich hoffe, es hat euch richtig mega Spaß gemacht und ihr habt die Kügelchen auch immer in die Schiefel geschmissen. Natürlich. Oder zumindest auch ein bisschen versucht, die Daniela zu treffen oder sonst jemanden. Aber jetzt sind wir schon am Ende und wir stellen unseren Stiefel jetzt für diese Woche raus und sind mega gespannt, ob nächste Woche da was drin ist. Ich stelle ihn mal hier hin und dann bin ich gespannt, was nächste Woche ist. Ich freue mich mega, euch nächste Woche wiederzusehen. Ich mich natürlich auch. Und dich auch, Daniela. War richtig cool. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald. Genau. Bis dann. Eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.